Ja, dann guten Tag allerseits. Ich habe letztes Mal mit dem Kapitel angefangen, bei dem wir uns jetzt mal wirklich um Datenübertragung kümmern. Die unteren, sagen wir lieber, Schichten. Also hier bei der asynchronen Rahmenübertragung, Schicht 2 im Wesentlichen. Und ich habe dann noch mal kurz... Die Batterie ist alle. Ich habe dann noch mal kurz repetiert, was ein Rahmen ist, beziehungsweise was wir unter Rahmen verstehen in der Vorlesung. Und mit anderen Namen, das bitte ich mit Vorsicht zu genießen. Ich würde gern schon dabei bleiben, dass wir also auf Schicht 2 von Rahmen sprechen und bei Schicht 3 von Paketen. In der technischen Informatik habe ich ja auch kurz über Topologien gesprochen. Wir hatten ja die Topologien hier in dieser Vorlesung schon mal aus einer anderen Sicht. Und bei Punkt-zu-Punkt-Verbindungen haben wir eben zwei Geräte an den beiden Enden der Leitung und die sind jeweils Sender und Empfänger, wenn es Vollduplex ist, also nicht gerichtet ist. Bei Mehrpunktverbindungen haben wir hier mal hingeschrieben Master und hier Slaves und hier so eine Multiplex-Demultiplex-Einrichtung. Also Demultiplex sind von links nach rechts und Multiplex von rechts nach links. Und wir nehmen an, dass wir hier zumindest einen Teil der Übertragungsstrecke mit Multiplex haben. Dann muss man sich um Adressierung kümmern bei so einem Multipoint-Szenario, hier zunächst mal noch nicht. Und wenn wir hier, zumindest um die Daten von einem Gerät zum anderen zu schaffen, eventuell braucht man noch eine Subadressierung hier in den Endgeräten. Bei dieses Multidrop Konfiguration, die ist ein bisschen so wie die Multipoint-Konfiguration, nur gibt es diese Multiplex-Demultiplex-Einrichtung nicht explizit, sondern eben implizit in diesem gemeinsamen Medium. Und wie wir auch schon mal besprochen haben, und das müssen wir aber nochmal hier wiederholen, auch um uns nochmal die Probleme und die Lösungen anzuschauen. Also in so einem Multidrop-Szenario müssen wir einerseits adressieren und andererseits auch den Zugriff auf dieses Medium hier regeln. Hier können wir entweder glauben, das macht der Multiplexer, den Zugriff auf diese gemeinsame Leitung regeln, oder es muss eben genauso wie hier mit irgendeinem verteilten Algorithmus funktionieren. Mehr oder weniger verteilten Algorithmus funktionieren. Aber in der Regel müssen alle Stationen wissen, dass es da mehrere gibt an dieser Leitung und dass sie nicht einfach senden können, sondern dass sie irgendwie das Senderecht sich beschaffen müssen. Oder das Senderecht zumindest zugeteilt bekommen müssen. Ich habe dann bei der Technikinformatik auch schon, aber das müssen wir jetzt wirklich nochmal wiederholen, weil wir es gleich ganz dringend brauchen, über Rahmenformate gesprochen. Und habe dann so ein exemplarisches Rahmenformat aufgezeigt. Wie Sie an dem Namen hier schon sehen, das ist eine Schicht 2 Geschichte. Also wir haben hier vorne, das wird als erstes gesendet, das als zweites und so weiter und das hier als letztes gesendet, dann haben wir hier vorne einen Flag. Das Flag dient, haben wir auch letztes Mal kurz gesagt dazu, damit die andere Seite, der Empfänger, merkt, jetzt kommen gültige Daten. Denn im Regelfall oder meistens wird auf der Leitung immer irgendwas zu empfangen sein. Und wir müssen jetzt unterscheiden, ist das, was da zu empfangen ist, nur irgendwie ein Füllzeichen, Rauschen, Leerlauf oder ist es wirklich ein Rahmen, der da kommt. Also wir kennzeichnen den Rahmen mit einem Flag. Das Flag dient zum Beispiel auch zur
Oktettsynchronisierung, also damit man weiß, wo die Bytes anfangen, falls denn die Übertragung byteweise geschieht. Auf jeden Fall dient es zur Rahmenbegrenzung. Und in unserem Fall hier fangen wir mit einem Flag an und hören mit dem Flag auf. Und hier innen drin darf das Flag nicht vorkommen. Denn sonst würde ja der Empfänger schon hier glauben, wenn hier ein Flag drin stehen würde, ui, der Rahmen ist zu Ende. Also der Empfänger sitzt da, sieht einen Flag und jetzt weiß er, jetzt kommt ein Rahmen, jetzt kommen viele, viele Bits oder Bytes, bis wieder ein Flag kommt. Ja, er weiß auch, dass kurz hinter dem Flag kommt die Adresse, ob er denn überhaupt gemeint ist. Er als Empfänger adressiert ist oder nicht. Wenn er nicht adressiert ist, dann kann er sich das Zuhören wohl auch schenken, braucht er diese Daten hier zumindest nicht zwischenzuspeichern, sondern er kann zum Beispiel das Flag abwarten, damit er weiß, jetzt ist der Rahmen wieder beendet, jetzt muss ich wieder aufpassen, ob nicht ein neuer Rahmen kommt, Flag und dann Adresse. Dann könnte ich ja gemeint sein. Und dieses Warten aufs Flag, in einem reduzierten oder etwas schläfrigeren Modus oder energiesparenderen Modus zum Beispiel, da kommen wir dann bei den Wireless LANs nochmal drauf zurück. Ja, also, wenn wir allerdings adressiert sind in solchen Mehrpunktkonfigurationen, dann sollten wir uns als nächstes das Kontrollfeld anschauen. In dem Kontrollfeld können wir sehen, worum es denn in diesem Rahmen geht. Das kann zum Beispiel sein, dass da steht, das ist ein Informationsrahmen. Dann wissen wir, hier hinten kommen viele Bytes für uns, Daten oder Bits. Eventuell gibt es da auch noch, wenn wir Verbindungen managen müssen, sowas wie ein Open und ein Close. Wir haben vielleicht Bestätigungen, dass Rahmen, vorhergehende Rahmen bei der Gegenseite angekommen sind und so weiter. Und Flusskontrolle, über Flusskontrolle müssen wir natürlich auch noch ein bisschen was sagen, aber im Wesentlichen steckt hinter Flusskontrolle, dass der Empfänger sagt, oh, ich bin jetzt gerade schwer beschäftigt, jetzt mal bitte keine neuen Rahmen, bis ich wieder Zeit habe, Gelegenheit habe, die zwischenzuspeichern oder überhaupt zu speichern. Dann sehen wir gerne auch noch so ein Feld vor, wie die Sequenznummer, in der die Rahmen nummeriert werden. Das brauchen wir insbesondere, um herauszukriegen, dass Meldungen verloren gegangen sind. Aus welchen Gründen auch immer. Bitfehler, da gucken wir gleich nochmal drauf. Oder auch, dass das Paket einfach verloren gegangen ist. Vielleicht haben wir auch nur einen Flag nicht erkannt. Das kann ja auch mal sein, dass so ein Flag gestört ist. Wenn im Flag ein einziges Bit falsch ist, dann wird es ja auch nicht als Flag erkannt. Also hier ein Feld für die Nummerierung, mit dieser Sequenznummer können wir erstens eben die verloren gegangene Meldung feststellen und zweitens Duplikate feststellen. Es kann ja auch sein, dass wir die Meldung gekriegt haben und der andere, die aus irgendeinem Grund den Rahmen nochmal schickt. Dann müssen wir den zweiten entsprechend verwerfen. Die Sequenznummer benutzen wir auch, um in der anderen Richtung bestätigen zu können. Und über diesen Mechanismus bestätigen mit Sequenznummern, da werden wir uns heute auch noch intensiver kümmern. Die Daten, ja, die werden von der Schicht 2 nicht weiter verarbeitet, nicht weiter interpretiert, sondern weitergegeben an die höheren Schichten oben drüber. Zum CRC noch kurz. Wenn hier oder hier oder hier oder hier oder vielleicht auch hier drin selber in dieser Frame-Check-Sequence, die man häufig als CRC implementiert, wenn da ein Bitfehler ist oder vielleicht auch mehrere Bitfehler, dann kann man das hoffentlich an dieser Frame-Check-Sequence erkennen. Und wenn man was Gutes nimmt wie diese CRCs, dann kann man es mit einer hohen Wahrscheinlichkeit erkennen. In der Literatur gibt es dann noch so Betrachtungen, welche Sorten von Fehlern denn von bestimmten CRCs
erkannt werden und welche nicht. Und die sind erstaunlich leistungsfähig. Noch eine Bemerkung, wenn man sieht, dass das CRC falsch ist, also wenn der Frame-Check-Sequence sagt, da hat es wohl einen Fehler gegeben, dann kann der Fehler überall im Paket sein. Der kann hier vom ersten Bit bis zum letzten Bit hier sein. Und weil er insbesondere auch hier in der Adresse sein kann, wissen wir, wenn wir die Frame-Check-Sequence, da wenn da steht, wenn die sagt, da hat es einen Bitfehler gegeben, wissen wir noch nicht mal, ob der Rahmen für uns war. Es könnte aber auch sein, dass das Kontrollfeld falsch ist oder die Sequenznummer falsch ist. Also die sichere Reaktion auf einen Fehler im Frame-Check ist, den ganzen Rahmen zu verwerfen. Wir wissen nicht mal, ob er für uns war. Es kann ja auch sein, dass ein Adressbit falsch ist. Eine schlechte Reaktion ist, sich das anzuschauen und zu sagen, dem Gegenüber zu schicken, oh, ich habe jetzt da einen Frame gekriegt, der hatte die Nummer 27 und da war wohl was falsch drin. Ja, dann kommt nämlich die Protokollmaschine auf der anderen Seite vielleicht durcheinander. Es gibt zumindest eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass sie durcheinander kommt, weil vielleicht gar nicht die Adresse richtig war oder weil die Sequenznummer falsch war oder weil hier vorne im Kontrollfeld was falsch war. Also gut, die sichere Reaktion auf einen Fehler hier, den wir hier erkennen, ist Frame verwerfen. Und ich will noch kurz zur Prüfsummenberechnung anfügen. Diese CRCs, gerade die CRCs, die sind so gestaltet, dass das ist so ein Schieberegister, ne? Und das wird initialisiert mit einem gewissen Wert. Und wenn dann all das, was hier innen steht, also von der Adresse bis zur Frame-Check-Sequence da durchgelaufen ist, inklusive Frame-Check-Sequence hier, und das Flag kommt, dann wird diese Berechnung in der Hardware oder auch in der Software beendet. Und wenn alles richtig war, steht dann hier ein bestimmtes festes Bitmuster. So sind die gerade gebaut, diese Verfahren. Das heißt, man muss eigentlich gar nicht bis hierhin alles zusammenrechnen und dann hiermit vergleichen, sondern man lässt einfach laufen und sobald das Flag kommt hier, sobald das Flag erkannt worden ist, schaut man hier in die Frame-Check-Sequence, in dieses Schieberegister rein und stellt fest, vergleicht das mit einem vordefinierten Bitmuster und wenn das übereinstimmt, dann hat es keinen Fehler gegeben. Also der Test ist tatsächlich einfacher, als es sich anhört. So zum Warmwerden noch ein zeichenorientiertes Protokoll, das BSC, BISync auch genannt, zur Terminaleinsteuerung war das mal gemacht. Das verwendete Alphabet ist dieses EBCDIC, Extended Binary Code for Digital Information Interchange oder so ähnlich. Es gibt auch noch eine ASCII-Variante davon. Da hat es ein paar Spezialzeichen, die wir für das Protokoll oder die man für das Protokoll benutzt. Das SYN wird als Lückenfüller benutzt. Also wenn kein Rahmen geschickt wird, dann immer SYN, 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 SYN. SYN steht für Synchronize und damit kann der Sender den Empfänger synchron halten oder die Möglichkeit zur Synchronisation geben. Ist dann auch automatisch beidsynchronisiert. Also wir schicken lauter SYNs und sobald mal kein SYN kommt, merkt der andere, oh, es geht los mit dem Rahmen. Und wie wird der Rahmenanfang markiert? Data Link Escape heißt, jetzt kommt Steuerinformation. Dann Start of Header, jetzt kommt die Paket- oder die Rahmenkopfinformation, da steht ein Identifier drin, irgendein Byte, da steht eine Adresse drin und dann kommt wieder Data Link Escape und das Start of Text sagt, dass jetzt die Daten losgehen. Dann kommen Daten, viele, viele, viele. Wie erkennt der Empfänger, wie viele es sind? Irgendwann kommt ein Data Link Escape und dann
wenn da dahinter steht ETX im Data Link Escape, dann wissen wir, dass es das jetzt war mit den Daten. Und dann weiß der Empfänger, dass jetzt alle Daten angekommen sind. Dann kommt noch dieser Block-Check-Code. Dann gehen wieder die Syns los. Also hier ist ja, das Flag, das, sozusagen das Fehlen des Syn-Zeichens. Und dieses Spezialzeichen Data Link Escape sagt uns, dass jetzt Steuerinformation kommt. Also die Daten sind durch Data Link Escape Start of Text, Data Link Escape End of Text eingerahmt. Was jetzt nicht passieren darf, ist, dass die hier in den Daten drin so ein DLE steht. Ich habe hier mal so ein Beispiel hingeschrieben. Hier würde also in den Daten drin ein DLE stehen und dann kommt irgendein Byte. Wenn der Empfänger das jetzt einfach so liest, Data Link Escape, dann würde er sich denken, na, jetzt kommt Steuerinformation. Achtung, das nächste Byte ist eigentlich fürs Protokoll gedacht und nicht für den Dienstebenutzer. Aber das wäre ja gerade ein Fehler. Und deshalb fügt der Sender, wenn er hier im Informationsfeld ein Data Link Escape zu senden hat, noch eins ein. Denn der Empfänger weiß, wenn DLE kommt und dahinter noch ein DLE kommt, dann wollte der Sender eigentlich DLE im Datenfeld schicken. Also DLE heißt, es ist nur ein einziges DLE und das lassen wir durch, ohne es weiter zu bearbeiten. Das wird also das Zusatz-DLE vom Empfänger wieder entfernt. Man nennt das auch Zeichenstopfen, Character Stuffing. Dieses Protokoll, naja, das ist eigentlich schon ziemlich, also mal das Rahmenformat ist schon ziemlich einfach. Eben unter anderem deshalb, damit die Endgeräte sich nicht so anstrengen müssen, um das bearbeiten zu können. Ein Problem, das ich am Anfang genannt habe, das mit der Multipoint-Fähigkeit und dem Zuteilen, hier Zuteilen der Leitung, beziehungsweise hier, wer darf jetzt senden, das müssen wir noch lösen. Und da steht hier unten, wie das gelöst wird. Da wird ein Poll-Frame, ein Poll-Rahmen geschickt. Da fragt also der das Rederecht hat, der Master, der das zuteilt, fragt also, steht natürlich wieder das Syn, Paket geht los, dann kommt Data Link Escape End of Text, jetzt weiß der Empfänger, alle Empfänger wissen jetzt, da kommen überhaupt keine Daten, jetzt wird nur noch der Multipoint-Link gemanagt. Hier kommt eine Adresse, da will der Master einen der Stationen, der Sekundärstationen, der Slaves, will ihn auswählen und sagt dann Poll bzw. Select und das hier steht für Anfrage. Und jetzt kann dann die adressierte Station, die antwortet jetzt entweder Data Link Escape ACK, das sagt dem Master, der Slave hat jetzt was zu senden und Data Link Escape NAC heißt, Slave, der hier adressierte, hat nichts zu senden. Und dieses Feld hier auf Select steht, dann sagt der Master zu einem Slave, weckt ihn sozusagen auf, ich habe jetzt Daten für dich, als nächstes kommen jetzt welche. Und dann kann man auch wieder antworten mit ACK, ich kann die Daten nehmen, oder NAC, ich bin jetzt nicht bereit, Daten zu empfangen. Und damit kann man sowas wie eine Flusskontrolle implementieren. Wenn der ausgewählte Empfänger, sagen wir mal, es ist ein Drucker, sagt Data Link Escape ACK, nachdem er selektiert worden ist, dann kann der Master unbeschwert was zu diesem Drucker schicken. Wenn der mit NAC antwortet, dann weiß er zum Beispiel noch, dass der noch den aktuellen Puffer ausdrucken muss, der Drucker. Und
dass er noch ein bisschen warten muss. Also so ein Flusskontrollmechanismus kann damit implementiert werden. Eigentlich ziemlich rudimentär. Und jetzt schauen wir uns an, wie man das besser macht. Und wie man etwas, was also ja, ein vollwertiges Protokoll daraus erzeugt oder entwickelt. Und wir werden diesmal auch, anders als in der technischen Informatik, jetzt wirklich da in das Protokoll dann hineinschauen. Das, was ich Ihnen, mit Ihnen hier besprechen möchte, das heißt HDLC. Hier steht es ausbuchstabiert, High Level Data Link Control. Das ist dann auch von der ISO, ne? ISO-OSI-Schichtenmodell, als Standard akzeptiert worden, beziehungsweise eine Modifikation davon, das LAB-B. Daraus wurde dann auch das LAB-D, mit dem wir im ISDN, beziehungsweise LAB-DM, mit dem wir in Mobilfunkverbindungen Verbindungskontrollinformationen austauschen. Aus dem HDLC, aus einer Variante davon, wurde übrigens auch das LLC, was wir in LANs benutzen. Im LAN wird in der Regel eine ganz einfache Version von dem HDLC benutzt, oder eine ganz einfache Variante davon. Man kann aber auch in LANs die komplexeren Varianten benutzen. Ich möchte hier jetzt dann über das HDLC sprechen, in dem Sinne, als es die Basis für ganz viele Protokolle ist, auf Schicht 2 und außerdem, ja, weil man wirklich auch was dabei lernen kann, über effizienten Datenaustausch. Wir fangen an, naja, mit dem HDLC Rahmenformat. Es geht wieder los mit so einem Flag. Danach kommt dein Header, also wenn der Empfänger einen Flag bekommt und danach kein Flag mehr bekommt, weiß er, jetzt geht der Header los. Und zwar alle an dieser Multi-Drop, Multi-Point-Verbindung, alle im LAN. Merken, jetzt geht ein Frame los und dann kommt als erstes das Adressfeld. Hier im Original HDLC ist es 8 oder 16 Bit lang. Und dann diesen 8 oder 16 Bit erkennen alle Stationen, ob sie jetzt gemeint sind oder nicht. Da kann man einerseits einen Broadcast machen, mit einer Broadcast-Adresse, oder man kann individuell adressieren. Wenn wir individuell adressieren, dann sieht der, dann weiß also einer von den vielen Geräten, die dazuhören, ich bin gemeint, ich muss jetzt den Rest auch noch in Empfang nehmen. Am Kontrollfeld kann man sehen, was denn da jetzt auf einen zukommt, wenn man der adressierte Empfänger ist. Und dann kommen viele Datenbits, und ich meine hier wirklich Bits. Dann kommt eine 16 oder 32 Bit lange Prüfsumme, in der Regel ein CRC, zum Beispiel mit diesem Polynom. Das Ethernet benutzt ein 32er Polynom. Und danach kommt ein Flag. Und wieder gilt, hier ist kein Längenfeld. Die Länge vom Rahmen kriegt der Empfänger raus, indem er eben mitzählt und guckt, wann wieder ein Flag kommt. Die Länge vom Rahmen, ist also von dem Datenfeld, ist also das, was wir zusammenzählen, hier bis wir beim Flag sind, minus 16 oder 32 für die Frame-Check-Sequence, minus 16 oder 32 für den Header. Und dann wissen wir, wie viele Bits da in dem grauen Datenfeld drin standen. Jetzt müssen wir uns dann, ja, das Rahmenformat haben wir ja schon verstanden, die Daten wollen wir nicht weiter interpretieren, jetzt müssen wir uns um diese Bytes hier kümmern, die Protokollfunktionen zu verstehen. Ein Problem müssen wir noch gerade vorher lösen, das ist das mit dem Flag und den besonderen Bitmustern. Ich habe ja gesagt, so ein Paket, nein,
ein Rahmen, geht mit dem Flag los. Ein Flag ist 0-Bit, 6 1-Bits und dann 0-Bit. Wie wir eben uns angeschaut haben bei dem Data Link Escape, gibt es also dieses kleine Problem, dass in diesem Informationsfeld kein Flag vorkommen darf. Und jetzt macht man etwas, das nennt man Bitstuffing. Das Bitstuffing, nehmen wir mal an, wir haben jetzt hier Informationsbits und hier hinten auch. Und wir haben jetzt hier 0, 1, 1, 1 zu übertragen. Das wird ja nicht gehen, das dürfen wir ja eigentlich nicht. Denn dann würde ja der Empfänger glauben, jetzt ist der Rahmen zu Ende. Deshalb zählt der Sender mit. Und wenn jetzt hier also, der zählt mit, 1 1-Bit, 2 1-Bit, 3 1-Bit, 4 1-Bit, 5 1-Bit. Und jetzt fügt er sicherheitshalber eine 0 ein. Und dann geht es mit 1, 0 und so weiter. Das schickt der Sender. Na gut. Der Empfänger, der zählt auch mit. 0, okay. 1, 2, 3, 4, 5. Er weiß, wenn jetzt hier ein Einser kommen würde, wäre der Frame zu Ende. Wenn jetzt hier eine 0 kommt, denkt er sich, die 0 ist eingefügt worden. Vom Sender, also weg damit. Und dann kommt hier hinten dran eine 1 oder eine 0. Und die nimmt er einfach so, wie sie sind. Hier in unserem Fall also die 0. Und dann geht es weiter mit dem I. Und selbst wenn hier an dieser Stelle eine 0 kommen würde und hier auch die 0 wäre, Entschuldigung, hier wollen wir dann hier noch die 1 durchlaufen lassen und dann die 0, dann würden wir eben hier die 0 eingefügt haben und hier die 0 akzeptieren. Und wenn Sie jetzt mal über die möglichen Fälle nachdenken, dann sehen Sie, dass wir damit das Flag-Problem, dass es damit gelöst ist. Also egal, was hier kommt, an dieser Stelle eine 1 oder eine 0, es wird auf jeden Fall nach 5 1-Bits mal eine 0 eingefügt, außer wir wollen wirklich einen Flag senden. Und das, was hier ankommt, ja, wenn eine 0 ankommt, dann wird die entfernt und das, was da hinten dran kommt, transparent weitergereicht. Also der Sender muss immer nach 5 Einsen eine 0 einfügen und der Empfänger muss das Bit, was nach 5 Einsen kommt, nämlich eine 0, muss er wegwerfen, beziehungsweise wenn nach 5 Einsen noch eine 6. 1 kommt, dann weiß er, es ist ein Flag. Das nennt man Bitstuffing. In Hardware ist das relativ einfach implementiert. In Software macht es ein bisschen Arbeit, aber eigentlich nur deshalb, weil man da mit Shiften sich rumärgern muss. Und wenn Sie da einen Flag haben, was Sie plötzlich übertragen wollen, dann müssen Sie ein einziges Bit einfügen. Das kriegt man vielleicht auch noch hin. Aber danach müssen Sie alle Bytes, die dann kommen, immer um ein Bit nach rechts verschieben, das hinterste nehmen und das nächste reinschieben. Und das ist einfach dann ein bisschen fummelig. Im allgemeinen Fall, es können ja auch mehrere Flags davon vorkommen, müssen Sie also dann ständig bei jedem Byte, das Sie schicken wollen, herumschiften. Und das ist einfach nervig. Sie können ja mal versuchen, sowas in C-Code aufzuschreiben, nur so, um sich die Arbeit dabei, die Schwierigkeiten dabei zu verdeutlichen. Und da gibt es dann ein paar Fälle, die man lösen muss. Es
kann man machen und es gibt Literatur, in der steht drin, wie man es macht in Software. Ich habe es auch mal programmiert vor vielen Jahren. Es ist einfach nur nervig beim Programmieren. Bitgefummel. Also schön, mit Bitstuffing kriegen wir dieses Problem hin. Als nächstes, ich sollte vielleicht auch noch sagen, dass man natürlich auch, ja, wenn wir das byteweise transportieren, schicken, dann haben wir unter Umständen auch dieses Problem. Ne? Und das nächste Byte geht so los. Auch dieses Problem müssten wir natürlich erkennen und hier wieder Bitstuffing machen, wenn wir das byte-orientiert verarbeiten wollen. Naja, Sie sehen, das ist ein bisschen stressig. Das Abbruchsmuster, was vielleicht auch nützlich ist in manchen Fällen, da wird dann 7 mal eine 1 geschickt, dann weiß die andere Seite, okay, der Sender ist irgendwie durcheinander geraten, wir machen gleich mal Schluss. Als Idle-Muster kann man entweder Flags schicken oder auch 15 Mal hintereinander so eine 1 und dann wieder erstmal dann die nächsten 15 Einser und so weiter. Es gibt auch noch so Takt-Synchronisations-Varianten. Da schickt man vor seinem eigentlichen, also wenn man die Leitung wirklich in Ruhe lässt, keine Energie einsetzt, um die Leitung auf 0 und 1 zu ziehen. Ich meine, das kostet ja ein bisschen Energie und die wollen wir ja eigentlich sparen, gerade an der Funkschnittstelle oder sowas, aber auch am Ethernet-Kabel wollen wir uns die Energie sparen. Das heißt, wir senden überhaupt nichts. Wenn wir überhaupt nichts senden, sind die Empfänger natürlich auch nicht synchronisiert auf unseren Takt. Ich habe ja schon mehrmals erklärt, selbst wenn man einen relativ genauen Takt hat, dann reicht das, sagen wir mal, wir haben unsere Clocks auf ein Millionstel Genauigkeit ausgelegt. Das bedeutet aber bei Bitraten von 10 Megabit natürlich, dass wir innerhalb von einer Zehntelsekunde um einen Takt verschoben sind zu unseren, also die Wahrscheinlichkeit, dass wir um einen Takt verschoben sind zu unseren Empfängern, ziemlich hoch ist. Wir möchten also Takt synchronisieren. Das müssen wir mit so einer speziellen Präambel machen, also irgendwie so ein bestimmtes Bitmuster, das der andere erkennt und das sieht, jetzt wird hier soll der Takt synchronisiert werden und dann kann er sich da anpassen mit seinem Abtastverhalten. Und das haben wir ja auch an so einer Phase-Locked Loop mal in technischer Informatik angeschaut, wie man sowas macht, wenn man erstmal synchronisiert ist. Ja, diese Muster, die können 48 Bit lang sein, 96 Bit oder so ähnlich, je nach Netzwerk, je nach Schicht 1, gehört zur physikalischen Ebene. Nachdem wir synchronisiert sind, kommen jetzt dann definiert einen Flag. So, wir haben jetzt einen Flag gekriegt, danach haben wir das Adressfeld gekriegt, haben gesehen, dass wir gemeint sind in dem Adressfeld und jetzt müssen wir uns das Kontrollfeld anschauen. Das Kontrollfeld, das wird uns irgendwie sagen müssen, ob das jetzt in den Daten da hinten Informationsbits sind oder ob es sich um Steuerinformation handelt, Verbindungsaufbauinformation, Verbindungsabbruch und so weiter. Im Allgemeinen, im Speziellen beim HDLC erkennen wir an dem Bit, das wir als erstes erhalten im Kontrollfeld, und das ist jetzt hier andersrum gezeichnet als noch hier. Also hier war ja das erste Bit, was wir kriegen, und dann das zweite und dann das dritte. Hier habe ich es andersrum gezeichnet. Hier ist das erste Bit, dann das zweite, dann das dritte, dann das vierte, dann das fünfte, dann das sechste, siebte und das achte Bit. Also wenn das allererste Bit, das wir kriegen, im Kontrollfeld eine 0 ist, dann wissen wir, dass da hinten
was jetzt dann im Datenfeld steht, das sind Informationsbits, die wir durchreichen sollen an die Anwendung. Naja, da sagen wir lieber an den Benutzer, an den Kunden unseres Dienstes. Diese restlichen 7-Bit, die bestehen aus einer Sequenznummer des Senders, also hier markiere ich, durchgezählt von 0 bis 7, um welchen Frame es sich denn da handelt. Wenn ich mehr als 8 Frames, ne, der erste heißt 0, der zweite heißt 1, mehr als 8 Frames zu verschicken habe, muss ich halt nach dem 8. Frame wieder von vorne das Zählen anfangen. Die Sequenznummer ist also modulo 8. Das hat Konsequenzen, über die wir später noch sprechen müssen, aber jetzt akzeptieren wir das einfach mal so. Dann kommt hier noch so ein Bit, das PF-Bit, über das ich später sprechen muss. Und dann kommt hier die Sequenznummer des Rahmens, den der das hier sendet, als letztes in Empfang genommen hat. Nein, als nächstes erwartet. Also hier schreibe ich rein, ich schicke jetzt den Rahmen 5 und übrigens, wenn du, der du diesen Rahmen in Empfang nimmst, mir wieder einen Rahmen schicken möchtest, dann glaube ich, der Rahmen müsste die Nummer n haben, zum Beispiel 3. Man sagt dem anderen also seinen eigenen Zähler. Und über die Semantik von diesem Feld hier, da müssen wir dann gleich noch, naja, in ein paar Folien ein bisschen mehr sprechen. Das werden wir uns auch in einem Beispiel anschauen, damit es klar wird. Also hier drin, nur so von weg, steckt eine Bedingung für die Gegenrichtung. Also wir sagen, das hier ist der Rahmen N und als nächstes erwarte ich von dir den Rahmen M. Okay, lassen wir es mal dabei. Später mehr. Man kann übrigens auch hier 2 Bytes benutzen. Wenn hier dann vorne da eine Nuller steht, dann steht auf den restlichen 15 Bit jeweils 2 7-Bit Sequenznummern. Wenn wir 7-Bit Sequenznummern haben, können wir 128 Pakete schicken, ohne irgendeine Bestätigung zu brauchen. Hier sind es eben nur diese 8 da. Also das größere Feld erlaubt es uns, größere Nummern zu benutzen, größere Sequenznummern, und das kann dann nützlich sein, aber da müssen wir später noch ein bisschen drüber sprechen. Da sehen Sie auch gleich, warum das nützlich sein kann. Das ist der erste Typ und der, sagen wir mal, Regelfall, denn wir wollen ja Daten übertragen. Jetzt gibt es noch einen Rahmentyp, diese Supervisory Frames, die zum Management der Verbindung da sind. Management bedeutet, dass wir zum Beispiel Rahmen bestätigen können. Den habe ich erhalten, als nächstes erwarte ich den. Oder wir sagen, ich kann Rahmen in Empfang nehmen. Nein, ich kann jetzt leider keinen Rahmen in Empfang nehmen, beziehungsweise der hat mir nicht gefallen, beziehungsweise die hier, die haben mir nicht gefallen, oder genau der hat mir nicht gefallen. Da muss man jetzt kurz drüber sprechen. Erkennen kann man so ein Supervisory Frame, dass er nicht mit einer 0 losgeht, sondern einer 1 losgeht und danach eine 0 kommt. Jetzt haben wir von den 6 Bit in diesem Kontrollfeld 2 verbraucht. Es bleiben noch 6 übrig. 1 ist das Poll Final. Es bleiben noch 5 übrig. 3 für eine Sequenznummer und 2, um zu sagen, welche Sorte Supervisory Frames denn ist. Es gibt den Receiver Ready, da steht dann hier 0,0 drin. Es gibt Receiver Not Ready 1,0. Reject 0,1, Selective Reject 1,1. D
Der wichtigste Mechanismus da drin ist das Receiver Ready. Mit dem bestätigen wir nämlich, wenn ich hier schreibe, wenn hier die Bits kommen 1, 0 und dann 0, 0 und dann irgendwas für das Paul Final Bit später und hier hinten kommt dann diese 3-Bit-Nummer, dann sagen wir damit, ich habe alles, was kleiner ist als diese Nummer hier, in Empfang genommen. Wenn da 3 steht, heißt das, ich habe die Frames 0, 1 und 2 bekommen, alles richtig, du kannst weitermachen mit dem Frame Nummer 3. Eigentlich könnte man natürlich auch sagen, hier drin den Zweier stehen haben, wenn ich 0, 1 und 2 entgegengenommen habe. Es zeigt sich aber, dass es geschickter ist, wenn man hier den nächsten Erwarteten reinschreibt. Also hier schreibt der diesen Supervisory Frame abschickt, den nächsten Erwarteten rein. Und wenn Receiver Ready da drin steht, dann heißt das erstens, all die kleiner sind, Frames mit der Nummer, die kleiner sind als diese Zahl hier, sind empfangen worden. Und zweitens, Receive Ready, du kannst jetzt wieder schicken. Andere Seite. Ich habe Platz, um Frames von dir entgegenzunehmen. Mit Receiver Not Ready kann ich sagen, also gut, die hier habe ich alle in Empfang genommen, die kleiner sind als diese Nummer da, aber ich muss noch drüber nachdenken, Druckkopf arbeitet nicht so schnell, Papier ist alle oder sonst was, Tinte ist ausgegangen bei einem Drucker, egal was. Es gibt einen Grund, dass ich jetzt keine Daten in Empfang nehmen kann, wart doch bitte ein bisschen, Receiver Not Ready. Und der Reject, da würden wir hier reinschreiben, alles was das hier und kleiner, das konnte ich nicht in Empfang nehmen. Nur das, was ich beim letzten Mal bestätigt habe, ist okay. Aber jetzt von dem, was ich beim letzten Mal erwartet habe, bis zu dem, was da steht, wiederhol es bitte nochmal. Beziehungsweise im Selective Reject kann man reinschreiben, ich möchte den Frame Nummer 3 nochmal haben. Nicht, weil ich vorher einen Fehler hatte, sondern vielleicht, weil ich ihn verschmissen habe im eigenen Puffer oder sowas. Denn ein fehlerhaftes Paket sollte man ja auf gar keinen Fall weder positiv noch negativ bestätigen. Also das sind die Supervisory Frames und wir werden es gleich noch am Beispiel angucken, wie der Austausch funktioniert. Ne? Wo haben wir so ein Beispiel? Hier, da werden wir dann auch nochmal hier so ein Fehlerkontrollereignis betrachten. Aber wir machen jetzt erstmal hier systematisch weiter. Hier gibt es nämlich noch die U-Frames, unnumbered. Unnumbered, naja, da steht eben keine so eine Sequenznummer drin, weder Sendesequenznummer noch Empfangssequenznummer. Jetzt geht wieder. Ich gebe zu, das ist nicht so toll. Die Reihenfolge der Bits von links nach rechts, also als erstes kommt die Präambel, dann kommt ein Flag, dann kommt Adresse und jetzt kommt das Kontrollfeld und das habe ich hier raus vergrößert. Wir haben gesehen, die I-Frames gehen mit 0 los, die S-Frames mit 1,0, dann ist für alle anderen noch das 1,1 frei. Da das Poll-Final-Bit für was anderes benötigt wird, haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5, indem wir sagen können, was ist das jetzt für einen Frame-Typ? Was wollen wir jetzt damit sagen? Da gibt es zum Beispiel, ich fange mittendrin an, die Kombination 0, 0, 0, 1, 1, das ist der Set Asynchronous Response Mode. Oder die Kombination 1, 0, 0, 0, 0, Set Normal Response Mode. Oder Set Asynchronous Balance Mode. Die drei Verbindungstypen, über deren Semantik ich später noch was erzählen möchte. Dann gibt es hier noch Set Initialization Mode, Request Initialization Mode. Die haben übrigens denselben Code. Das hat damit zu tun, dass es ja so ein Rollenkonzept gibt. Einer ist Master, der andere ist Slave. Wenn der Master das hier schickt, dann heißt diese Bit-Kombination hier drin schickt, dieses 0, 0, 0, 0, 1, dann heißt das, wir wollen jetzt den Slave initialisieren. Wenn der Slave das schickt,
dann sagte der Master, bitte initialisiere mich doch. Im Initialisierungsmodus kann man übrigens so Protokollparameter setzen und noch ein paar andere Dinge, über die wir hier aber gar nicht so viel reden möchten. Also Verbindungsaufbau so oder so oder so. Dann gibt es hier Disconnected Mode, Verbindungsabbau. Wenn wir also hier 0, 0, 0, 1, 1 sehen vom Empfänger, dann sagt er uns, er ist in Disconnected Mode. Der Master, der sagt hier Disconnect, indem er 0, 1, 0, 0, 0 schickt. Wenn der Slave, einer der Slaves, dieses Bitmuster schickt, heißt das Request Disconnect. Ich möchte bitte die Verbindung abbauen. Also zum Verbindungsaufbau, zum Beispiel Set Normal Response Mode, und dann werden fleißig Daten übertragen und irgendwann mal sagt der Chef Disconnect. Hier haben wir noch Unnumbered Information als Rahmentyp. Wenn man überhaupt keine Verbindung aufbaut, sondern einfach nur Daten schicken will, dann kann man hier eine Adresse angeben, hier Unnumbered Information reinschreiben und dann erhält der andere Bits als Information und es gibt keine Fehlerkontrolle, keine Wiederholung und sonst was, sondern nur einfach schicken. Also Unnumbered Information für wir schicken mal was. Und wenn der andere es kriegt, dann ist es gut. Und wenn nicht, dann bin ich nicht schuld, sondern es muss sich irgendeine höhere Schicht drum kümmern. Naja, kann ja auch. Wird sie ja auch wahrscheinlich machen. Es gibt dann auch den Unnumbered Acknowledge, mit dem man um den Verbindungsaufbau am Leben zu erhalten, beziehungsweise funktionieren zu lassen, braucht man den. Gucken wir uns gleich an. Und hier noch Command Reject, Frame Reject, Protokollspezialitäten. Was uns jetzt interessiert, sind A, die Sequenznummern und B, der Verbindungsaufbau. Über die Sequenznummern habe ich ja hier schon ein bisschen was gesagt. Jetzt sage ich noch was über die, ja, wie es verwendet wird. Und hier dann auch so einen typischen Austausch. Also wir brauchen die Sequenznummern zur Fehlerkontrolle und zur Flusskontrolle. Fehlerkontrolle, wir sehen an der Sequenznummer, ob Rahmen verloren gegangen ist oder doppelt geschickt worden ist. Und wir können die Sequenznummern benutzen, um nachzuliefern, indem wir eben einen Rahmen, den wir schon mal geschickt haben, nochmal schicken. Und weil das dieselbe Sequenznummer hat, kann der Empfänger sich anschauen, ob er das noch braucht oder nicht. Die Wiederholung ist auch nur ein Angebot. Ne? Und die Idee ist, als Sender schicke ich einen Rahmen, der hat eine Nummer. Der Empfänger, der muss mir jeden Rahmen bestätigen. Das macht er zum Beispiel mit dem Receiver Ready. Und da steht ja drin, ich habe alle, die kleiner sind als diese Nummer, erhalten. Und wenn so ein Receive Ready nicht kommt, dann weiß der Sender, dann wartet der Sender. Immer noch nicht da. Nach einer bestimmten Zeit, nach einer Sekunde oder zwei, oder vielleicht auch schon nach einer Zehntelsekunde, nach dem Timeout, beschließt der Sender, also der andere hat es mir nicht bestätigt, ich schicke es halt nochmal. Und dann kriegt der Empfänger also diesen Rahmen, der hat dieselbe Nummer wie der vorher schon geschickt worden ist. Es ist ja auch nur ein Duplikat, nochmal geschickt. Und jetzt kann er gucken, habe ich den schon im Puffer? Ja, dann verwerfe ich ihn einfach, bestätige ihn aber trotzdem. Denn ich kriege den ja wahrscheinlich, weil der andere keine Bestätigung gekriegt hat. Auch Bestätigungen können verloren gehen. Oder, oh prima, den hatte ich ja noch nicht, den lege ich in meinen Puffer und ich bestätige ihn.
bestätige ihn zum Beispiel mit dem Receive Ready. Was da noch drin steckt in den Sequenznummern, das ist der Fenstermechanismus. Eigentlich will nämlich der Sender nicht Sender, Empfänger, das will man eigentlich nicht, diesen Austausch. Ne? Denn da müssen wir immer warten, bis dieser Roundtrip erledigt ist. Und wenn die Leitung lang ist, wenn die Leitung 2000 Kilometer lang ist, dann könnten wir nur alle Hundertstel Sekunde wieder einen, hin 2000 Kilometer, also eine Hundertstel Sekunde, zurück 2000 Kilometer, eine Hundertstel Sekunde. Also könnte man nur alle 50stel Sekunde einen Rahmen schicken. Bei 2000 Kilometer noch harmlos. Wenn Sie sich überlegen, dass wir mit HDLC zum Mars übertragen, wo es irgendwie ein paar Millionen Kilometer sind, könnte man nur alle paar Minuten einen Frame schicken. Das ist jetzt vielleicht für die Anwendung nicht ausreichend. Und was wir hier machen mit dem Fenstermechanismus ist, dass wir mit dem Empfänger vereinbaren, ich kann dir schon mal 3 Frames schicken, bevor ich auf eine Bestätigung warte. Dann schicke ich also den iFrame mit der Nummer 0, mit der Nummer 1, mit der Nummer 2. Und danach muss ich warten und der hier sagt mir jetzt dann mit Receive Ready, als nächstes erwarte ich den 3, die implizite Bestätigung für alles vorher, 2, 1 und 0. Und jetzt kann ich dann zum Beispiel den 3er schicken und der bestätigt mir hier in einem Informationsrahmen mit dem 4er, ja, ich habe gekriegt 3, 2, 1 und 0. Alles, was kleiner ist. Übrigens sagen wir hier auch mit dem 1, wir erwarten als nächstes von dem hier den Frame mit der Nummer 1. Der Receive Ready zählt nicht, aber der iFrame hier, der zählt. Um das hinzukriegen, um das zu implementieren, braucht also jede Station 2 Zähler. Den Sendezähler und den zähle ich immer mit, wenn ich einen Frame rausschicke. Und den Empfangszähler, da steht die Sequenznummer des erwarteten Pakets drin, wenn ich das Paket mit der Nummer 2 kriege. Und ich habe 2 erwartet, kann ich das 1 hochzählen. Wenn ich dann 3 kriege, kann ich das auf 4 hochzählen. Wenn ich, dann 5, dann 6, dann 7. Wenn ich 7 gekriegt habe, zähle ich es auf 0. Weil der Zähler ja Modulo 7, Modulo 8 oder Modulo 128 funktioniert. Ich bestätige, indem ich diese Sequenznummer des erwarteten Paketes schicke, das Paket N-1, N-2, N-3 und so weiter. Implizit. Und das sehen Sie hier. Ne? Wir schicken 0, wir schicken 1, wir schicken 2. Der andere sagt, ich erwarte jetzt den Frame mit der Nummer 3. Also wissen wir, dass 2, 1 und 0 angekommen ist und der würde das nicht schicken, wenn er nicht diese 3 da hätte. Sonst hätte man eine Fehlfunktion. Wenn jetzt der hier zum Beispiel, der 1er, nicht richtig ankommt, dann wird der hier einen Receive Ready mit 1 schicken. Dann weiß der Sender, 0 hat er gekriegt. Ich habe aber 1 und 2 noch geschickt, die hätte er eigentlich auch schon haben müssen. Stattdessen sagt er, dass er jetzt 1 erwartet. Daraus kann man messerscharf folgern, da hat es wohl einen kleinen Fehler mit dem Frame 1 gegeben. Ich schicke ihn nochmal. Man muss also nicht auf den Timeout warten, man kann auch vorher schon mal wiederholen. Das Geschickte an dem
Wiederholungsmechanismus ist, dass der Empfänger Duplikate erkennen kann und verwerfen kann. Auf jeden Fall aber bestätigen, wenn man was bekommen hat. Also jede Station muss zwei Zähler unterhalten und natürlich muss der Sender, wenn er einen Rahmen schickt, den Rahmen noch aufheben. Und zwar so lange aufheben, bis er ihn bestätigt bekommen hat vom Empfänger. Die unbestätigten Rahmen, die muss er noch aufheben, im Puffer lassen und wenn ein Timeout passiert, auch wiederholen. Die Fenstergröße haben wir hier gleich 3 gewählt gehabt. Hier in diesem Beispiel wäre Fenstergröße 1. Ne? Ich kann einen schicken und da muss ich auf Bestätigung warten. Hier kann ich 3 schicken und ich muss auf Bestätigung warten. Aber wir können uns auch überlegen, dass wenn wir einen 3-Bit-Zähler haben, dass wir nicht mehr als 7 Stück schicken können. Und deshalb möchte man vielleicht ein längeres Feld haben, ein längeres Nummernfeld, dann kann man 127 Stück schon mal rausschicken. Bevor man dann auf die Bestätigung wartet. Und das löst unser, naja, das Mars-Problem vielleicht nicht, aber ein Leitungsproblem mit 10 oder 20 oder 100.000 Kilometern löst es eben schon. Weil wir dann die Leitung ordentlich vollstopfen können. Bei Modulo 128 bzw. 127 als Fenstergröße. Übrigens, wenn man nicht gleich bestätigt, sondern ein bisschen später bestätigt, bremst man auch den Datenfluss. Aber vorsichtig, wenn man es zu lange bremst, dann kommen natürlich die Wiederholungen. Also wenn man zu lange wartet, dann muss man die richtige Balance finden. Wenn man sozusagen sanft weich bremsen möchte. Das harte Bremsen ist ja der Receive Not Ready, den wir hier gesehen haben. So, jetzt möchte ich über die Verbindungstypen sprechen beim HDLC, damit wir dann auch den Zustandsautomaten, die dann kommen, und das Beispiel anständig verstehen können. Der Normal Response Mode, da haben wir eine Primärstation und mehrere Sekundärstationen. Vorhin habe ich Master und Slave gesagt. In so einer Primärstation, da muss eben auch noch die Mehrpunktkonfiguration gemanagt werden. Das klassische Beispiel, ein Zentralrechner bedient mehrere Terminals, aber das kann auch in irgendeinem Drahtlossystem sein oder in der Fabrik sein, wo man ein deterministisches Verhalten haben will. Also die Primärstation überträgt an die Sekundärstation Daten und fragt dann die Sekundärstation Aufträge, fragt dann die Sekundärstation reihum ab, ob sie eine Antwort haben. Auf die Weise kann man ein deterministisches Verhalten erzielen. Und das wollen wir uns jetzt mal ein bisschen angucken. Also die Sekundärstationen, jetzt passt halt der Ausdruck Slave doch ganz gut, die senden nur was, wenn sie aufgefordert werden. Also die Primärstation, die schickt diesen Sekundärstationen Commands und erhält Responses. Dazu benutzten die das Poll-Final-Bit. Über das habe ich ja schon gesprochen, PF, ne? Aber ich habe immer gesagt, da sprechen wir später drüber. Jetzt sprechen wir drüber. Das Poll-Bit, das wird von der Primärstation gesetzt, also zum Beispiel da auf 1 gesetzt. Ja, wenn in so einem Command bedeutet das PF-Bit immer Poll. Das wird von der Primärstation gesetzt. Wir adressieren zum Beispiel Sekundärstation 2, setzen das Poll-Bit auf 1, dann heißt das für die Sekundärstation, oh, ich darf jetzt Daten schicken. Und dann schicke ich mal Daten, ein Frame, 2 Frame, 3 Frame, 4 Frame, bis ich fertig bin. Und wenn ich fertig bin, setze ich das PF-Bit auf 1.
dann erkennt die Primärstation, oh, der hat nichts mehr zu senden, der ist jetzt fertig. Und dann kann die Primärstation zum Beispiel den hier pollen oder die Sekundärstation N pollen. Also der Zugriffsmanagement hier bei dem Normal Response Mode bedeutet, dass die Primärstation das Senderecht vergibt. Und natürlich kann die Primärstation auf die Weise auch für Fehlers sorgen, indem es eben reihum abfragt, und wenn einer viel geschickt hat, dann wird er zunächst mal nicht mehr befragt, sondern die anderen kriegen die Möglichkeit, was zu senden. Er kann aber auch irgendwie deterministischen Paarstationen bevorzugen. Naja, gibt ja wichtigere Aufgaben und nicht so wichtige Aufgaben, zumindest aus der Sicht der Primärstation. Commands von links nach rechts, Responses von den Sekundärstationen an die Primärstation. Und jetzt gucken wir uns mal so einen Zustandsautomat an. In der Vorlesung Grundlagen der Informatik haben wir auch dieses Kapitel Theoretische Informatik gehabt. Sie werden sich vielleicht noch erinnern. Ich frage lieber gar nicht, ob Sie sich wirklich erinnern. Und da hatten wir die Automaten. Und solche Automaten, da hatten wir immer solche Kreise oder Ellipsen für Zustände. Und solche Kanten hier für Zustandsübergänge. In unserem Bild hier haben wir die beiden Zustände, hier in der Primärstation Not Polling und Polling. Not Polling heißt, andere dürfen nichts reden, ich kann jetzt fremd schicken. Polling heißt, ich kann keinen fremd schicken, sondern die Sekundärstation, die ich vorher gepollt habe, die darf jetzt fremd schicken auf unserer Multidrop-Verbindung oder auf der gemultiplexten Verbindung. Und das Setzen von diesem P-Bit, beziehungsweise aus der Sicht der Sekundärstation, das F-Bit, das bewirkt Zustandsübergänge. Hier, wenn ich im Not-Polling bin und schicke einen Frame, in dem das P-Bit auf 0 gesetzt ist, dann komme ich wieder in den Not-Polling-Zustand. Wenn ich das P-Bit mal auf 1 setze und so einen Frame abschicke, dann bin ich in den Polling-Zustand. Und der andere, der dem ich das geschickt habe, der darf jetzt Frames schicken. Wenn ich was schicke, wenn der hier dann die Primärstation im Polling-Zustand ist und der kriegt einen Frame, in dem das F-Bit auf 0 gesetzt ist, dann bleibt die Primärstation im Polling-Zustand, weil der andere ja noch was zu schicken hat, die Sekundärstation. Erst wenn das F-Bit auf 1 gesetzt ist, komme ich wieder in das Not-Polling. Ich kann auch nochmal, wenn der andere kein Paket schickt, also Entschuldigung, keinen Frame schickt, die Sekundärstation, kann ich das auch nochmal schicken, nochmal ein Poll-Bit auf 1 einen Frame mit einem Poll-Bit auf 1 schicken, um dem anderen zu sagen, eine Retransmission, um dem anderen die Gelegenheit zu geben, doch noch was zu sagen. Wenn der andere keine Lust hat, was zu schicken, nichts zu schicken hat, dann muss er mir mindestens einen Frame schicken, in dem das F-Bit auf 1 gesetzt ist, damit ich wieder hier bin, als Primärstation. Jetzt den ganzen Vorgang aus der Sicht der Sekundärstation. Die hat auch einen Automaten, die ist erst im Zustand not polled und wenn sie Frames kriegt, in das P-Bit auf 0 ist, dann bleibt sie not polled. Wenn sie einen Frame kriegt, in das P-Bit auf 1 ist, dann kann sie was schicken, dann muss sie sogar was schicken. Wenn sie einen Frame schickt, bei dem das F-Bit auf 0 ist, dann kehrt sie in den Poll-Zustand zurück, bleibt da, kann noch was schicken, wenn sie das F-Bit auf 1 setzt in dem Frame, der abgeschickt wird, dann geht sie wieder in den Not-Poll-Zustand. Und Sie sehen, dass die Sachen hier zueinander passen. Ne? Von hier nach hier die Primärstation vom Not-Polling in den Polling, die Sekundärstation vom Not-Poll ins Poll und andersrum.
So funktioniert die Rederechtvergabe. Ein einfacher Zustandsautomat. Jetzt wird unser Zustandsautomat ein bisschen interessanter. Also, das ist auch noch ein einfacher Zustandsautomat. Ein Freund von mir, der hat mal Faxgruppe 3 implementiert und da hat er dann irgendwann mal zwischendurch mit mir gesprochen über darüber und hat gemeint, oh Mann, ist das kompliziert, der Zustandsautomat ist ja so groß. Und damit hat er solche kleinen Kringel auf dem Papier gemeint. Also hier in diesem Beispiel beim HDRC ist der Zustandsautomat relativ einfach. Übrigens, wenn Sie sich zurückerinnern an die Grundlagen der Informatik, da habe ich auch erzählt, wie man so einen Zustandsautomaten implementiert, ne? So tabellenbasiert. Das ist gar nicht so schwer. Hier in unserem Fall, bei einem Protokoll, würden wir die Felder anschauen, die da im Kontrollfeld, die Bits anschauen und dann hätten wir ein Case-Statement und wenn dann eben Unnumbered Acknowledge kommt, dann können wir zum Beispiel von hier nach hier gehen. Da nach da. Wenn wir ein Unnumbered Acknowledge erhalten, da steht dann also Case Kontrollfeld vom ankommenden Paket. Dann stehen die verschiedenen Varianten da. Und wenn wir in der Variante Unnumbered Acknowledge sind, wenn die ausgewählt wird, dann würden wir dann schreiben, Zustand ergibt sich zu Connected. Also fangen wir mal an, in der Zustandsautomat für die Primärstation für Auf- und Abbau vom NRM, vom Normal Response Mode. Wir fangen an mit dem Zustand Disconnected. Na klar, was sonst? Und am Anfang sind sowohl in der Primärstation als auch in der Sekundärstation sind wir im Disconnected Zustand. Die Primärstation ist die, die Verbindung aufbaut. Also schickt sie ein Command. Commands sind blau gezeichnet, Responses sind rot markiert und Timeouts grün. Also wir schicken hier jemand über uns, unser Kunde im Software-Stack sagt, wir wollen jetzt eine HDRC-Verbindung haben oder eine LAB-B-Verbindung haben. Dann schicken wir ein SNRM-Frame an die Zielstation, an die Sekundärstation, mit der wir eine Verbindung aufbauen wollen. Da steht also hier die Adresse, 17 oder 42. Und hier steht dann 11, 10, 0, 0, 0, 0. Diesen Frame schicken wir und wir machen einen Zustandsübergang in den Erwarte Unnumbered Acknowledge Modus. Ich muss kurz noch was nachschauen. Augenblick. Ja. Ich habe gesagt, hier an dieser Stelle, das war falsch. Den SNRM, den schicken wir mit 1,1. Dann kommt 1,0, dann wird das Poll-Bit auf 1 gesetzt, denn wir wollen ja eine Antwort von dem anderen haben. Und dann kommen die 3 Nullen hier hinten. Also, wir schicken den SNRM und wir setzen das Poll-Bit auf 1. So wie hier. Jetzt erwarten wir nämlich eine Antwort. Die Antwort ist bitte Unnumbered Acknowledge. Wir erwarten also eine Response, Unnumbered Acknowledge. Wir möchten also im Kontrollfeld, ich muss jetzt hier hinher springen, sehen 1,1, dann das Unnumbered Acknowledge 0,1, dann das Final Bit auf 1 gesetzt und dann 1,0,0. Dieses Kontrollfeld erwarten wir von der Adresse 42, der wir den Set Normal Response Mode geschickt haben.
Wenn wir das SNRM, wenn wir das Unlimited Knowledge erhalten, von der anderen Seite sind wir im Connected Mode. Jetzt können wir Daten schicken. iFrames schicken. Das mache ich jetzt hier gar nicht. Sondern irgendwann, wenn ich mal keine Lust habe, mehr habe, wenn ich keine Daten mehr zu schicken habe, schicke ich einen Disconnect und polle den anderen wieder. Ich erwarte auf den Disconnect den Unnumbered Acknowledge und dann bin ich im Disconnected Mode. Das war jetzt der alles hat gut geklappt Vorgang. Oder das alles hat gut geklappt Beispiel. Es kann natürlich sein, dass unser SNRM verloren geht. Dann sitzen wir hier in dem Erwarte Unnumbered Acknowledge rum und trommeln mit den Fingern. Nach einer gewissen Zeit, ein Timeout, der steht im Standard, beziehungsweise ist zwischen den Endgeräten vereinbart, Set Initialization Mode, da kann man sowas vereinbaren. Also, es ist vereinbart, wie lange der Timeout dauert. Und wenn ich innerhalb von dieser Zeit, in der ich warte, keine Annahme der Knowledge kriege, dann schicke ich einen. Nochmal. Wenn ich wieder keinen Annahme der Knowledge kriege, dann schicke ich nochmal einen. Und wenn ich dreimal keinen gekriegt habe, oder viermal oder fünfmal, dann gebe ich es auf. Dann ist da wohl keine Station. Das kann ja auch sein, dass die Station ausgeschaltet ist, dass der Drucker aus ist oder das Modem aus ist oder sonst wer. Oder eine externe Festplatte, wenn ich die über dieses Protokoll ansprechen möchte. Man kann übrigens auch im Connected Mode, im Connected Zustand ein SNRM schicken, um die Verbindung wieder frisch aufzusetzen. Dann werden die Protokollmaschinen, das ist jetzt hochtrabend formuliert, wird die Protokollmaschine wieder initialisiert. Im Wesentlichen werden diese beiden Zähler, Empfänger und Senderzähler, zurückgesetzt. Beim Command Reject, wenn ich den hier im Connected-Zustand empfange oder in einem Acknowledge-Zustand empfange, dann gehe ich hier in den Command Reject Fehlerzustand und aus dem komme ich entweder mit dem Disconnect raus oder mit dem Set Normal Response Mode. Und auch hier beim Disconnect gibt es natürlich ein Timeout und dann schicke ich halt das Disconnect nochmal und hoffe, dass ich dann Unnumbered Acknowledge kriege. Wenn ich es fünfmal geschickt habe, dann gehe ich davon aus, dass die andere Seite doch nicht da ist und dann gibt es hier noch einen weiteren Übergang. Natürlich gibt es auch hier noch einen Übergang, wenn dieser Zähler für die Timeouts überläuft. Also, Sie sehen übrigens, dass das Fehlermanagement die meiste Arbeit in den Zustandsautomaten macht. Die meisten zusätzlichen Pfeile produziert, Zustandsübergänge produziert. Hier, der ganze Kram hier unten. Und dann noch das, was ich diskret weggelassen habe, damit es nicht so schwierig aussieht. Also was machen wir, wenn der Zähler für die Retransmissions übergelaufen ist? Den brauchen wir natürlich hier auch nochmal. Jetzt noch kurz die andere Seite, also der Zustandsautomat für die Sekundärstation. Der ist auch am Anfang im Disconnected Mode, Commands sind jetzt rot, die werden empfangen, Responses werden gesendet, wir bekommen den Set Normal Response Mode, der ist ja an uns adressiert, wir freuen uns, wir haben ihn erhalten und wir antworten auch gleich mit dem Unnumbered Acknowledge und kommen in den Connected Mode oder Connected Zustand. Daraus können wir mit dem Set Normal Response Mode wieder rausgeholt werden. Wir können hier bei einem Error in den Command Reject Fehler reinkommen und dann hier wieder zurück. Der Normalzustand ist aber, dass wir irgendwann aus dem Connected rausgeholt werden, dadurch, dass wir einen Disconnect kriegen, dann kommen wir in den Unnumbered Acknowledge. Mit dem Unnumbered Acknowledge in den Disconnected-Zustand. Und übrigens, wenn dieser hier verloren geht, der da verloren geht, dann sind wir zwar im Disconnected, aber die andere Seite schickt nochmal ein Disconnect. Also gehen wir erst wieder in den Disconnect, erhalten,
und befreien uns daraus wieder, indem wir so ein Unnumbered Acknowledge schicken. Den Unnumbered Acknowledge, den müssen wir schicken, damit der Sender, die Primärstation endlich zufrieden ist. Timeouts hat es jetzt hier keine, denn wir sind ja die in der Sekundärstation sozusagen im Anreizbetrieb. Timeouts hat die Primärstation und die schickt uns was, wenn dann wir was tun sollen. Und da ist dann auch immer das Poll-Bit gesetzt und dann müssen wir antworten und eventuell das Final-Bit setzen. Jetzt gucken wir uns mal den ganzen Protokollablauf an. Ja, die Zeit sollte eigentlich auch noch schön reichen heute. Also wir haben die Primärstation, die soll die Adresse A haben. Geben wir jetzt mal die Adresse A. Ist gar nicht so wichtig. Die Sekundärstation hat die Adresse B und da kann es auch eine Sekundärstation geben mit der Adresse C und D und E und H und J und X und V. Wir kommunizieren jetzt hier immer mit der Sekundärstation B. Und ich habe das hier in diesem Protokollablauf hingeschrieben. Die Primärstation, also die ist jetzt hier auf der linken Seite, die schickt ein Frame mit der Adresse B, also an die Sekundärstation. Receive ready, poll, und weil es ein Receive ready ist, müssen wir sagen, welchen Frame wir als nächstes erwarten, das ist der 0. Der Zähler, der Empfangszähler steht hier noch auf 0. Die andere Seite, also sagen wir mal, das hier bedeutet so viel, hier steht so ein bisschen salopp formuliert, Pollen, ob es Daten gibt, ob der B was zu schicken hat. Der B ist gerade eingeschaltet worden und freut sich, dass er auch schon gepollt wird. Deshalb antwortet er hier, ich bin der B, ich hätte gerne Initialisierungsdaten, Request Initialization Mode, und das ist auch schon alles, was ich zu sagen habe. Wenn ich hier das P hinschreibe, dann ist gemeint, das Poll Final Bit steht auf 1. Und wenn ich hier das F hinschreibe, das Poll Final Bit steht auf 1. Und hier zum Beispiel ist das Poll Final Bit mal auf 0. Ja, und sonst ist es meistens auf 1. Ne? Aber hier habe ich ein Beispiel, wo es dann eigentlich mal auf 0 steht. Also der sagt, ich brauche Initialisierung und bis ich die habe, sage ich jetzt erstmal nichts mehr. Final Bit setzen. Dann setzt er hier den Initialization Mode, also die Primärstation, der A sagt, B, setzt doch bitte mal den Initialization Mode und sagt mir, ob das gut war. Pollbit gesetzt und der antwortet, Unnumbered Acknowledge, ich bin der B und ich bestätige und sonst habe ich nichts. Jetzt sind wir also in dem Initialization Mode und jetzt werden hier bei der Initialisierung Unnumbered Information Frames geschickt mit Initialisierungsdaten. Und die werden jetzt dann da irgendwo in irgendwelche Registerchen kopiert. Zustände bzw. Felder in irgendeinem Status Record oder Konfigurations Record. Und der ist dann auch irgendwann wieder zu Ende, das wollen wir nicht diskutieren. Jetzt ist also das Terminal initialisiert, das Endgerät initialisiert. Dann setzt die Primärstation, baut jetzt eine Verbindung auf. Also Set Normal Response Mode, ich bitte um Antwort, das heißt das Poll. Wenn wir Set Normal Response Mode schicken, dann bedeutet das auch, all diese Zählerchen, über die wir gesprochen haben eben, die beiden Zähler, sowohl in der Sekundärstation als auch in der Primärstation, werden jetzt immer auf 0 gesetzt. Der B antwortet mit Unnumbered Acknowledge, Normal Response Mode ist gut für mich und ich habe initialisiert und mehr habe ich nicht. Jetzt haben wir die Verbindung zu diesem Zeitpunkt hier aufgebaut. Und die lebt bis hier unten. Abgebaut wird sie hier.
gucken wir uns dann gleich an. Jetzt haben wir eine Verbindung und wird jetzt die Sekundärstation, die Adresse B, die wird sie mal anfragen, hast du irgendwelche Daten? Es könnte ja sein, dass der andere was zu schicken hat, weil der Benutzer davor sitzt und irgendwas eintippt. Also wir fragen mal, unser Receiver ist ready, das heißt, ich kann Daten empfangen, ich Primärstation. Als erstes erwarte ich den Frame mit der Nummer 0 und jetzt äußere dich bitte mal. Aber weil der Benutzer noch nichts gemacht hat, antwortet der mit, ja, ich bin der B, ich kann auch Daten in Empfang nehmen und es gibt aber nichts und wenn du mal irgendwann mal Daten schickst, dann erwarte ich das im Frame mit der Nummer 0. Hat sich noch nicht viel getan. Gibt nichts, ist na, schon alles, was man da sagen kann. Jetzt hat die Primärstation endlich ein paar Bytes zu senden, ein paar Bits zu senden. Wir schicken also den Information Frame mit der Nummer 0 und sagen, wir erwarten den Frame, auch den Frame mit der Nummer 0 und wenn du was zu schicken hast, dann schick mal bitte was. Also hier wird das Datenpaket 0 zu dem B geschickt. Der B antwortet, ja, ich habe jetzt Daten. Hier ist der Frame mit der Nummer 0 und als nächstes erwarte ich von dir den Frame mit der Nummer 1. Das bestätigt hier gerade diesen iFrame, der hier geschickt worden ist. Er hat aber noch mehr zu schicken, deshalb ist hier das F-Bit nicht gesetzt. Also schickt er noch den Information Frame mit der Nummer 1. Er erwartet immer noch, wenn der andere was zu schicken hat, den mit der Nummer 1 in der Gegenrichtung. Aber jetzt hat er genug und hier sehen wir also erstens eine Bestätigung für das da, zweitens ein iFrame und auch noch ein iFrame. Einen zweiten iFrame. Der hat also jetzt zwei iFrames geschickt, der hat einen geschickt. Der schickt einen iFrame und bestätigt gleich mal diese beiden, 0 und 1, indem er sagt, als nächstes erwarte ich den Zweier. Und er schickt den Zweier auch und bestätigt übrigens den da und sagt, als nächstes erwarte ich den Zweier. Der hat es gekriegt hier, den Zweier, und bestätigt, indem er sagt, als nächstes erwarte ich den Dreier. Und er pollt und der sagt, final, ja, es ist okay, ich habe aber jetzt nichts zu schicken. Final Bit setzen. Und jetzt müssen wir noch einen Fehler produzieren. Hier und reparieren natürlich. Hier schicken wir wieder eine Receive Ready und Sie sehen schon die Receive Ready. Die sind auch für die Primärstation ein Mittel, um die Sekundärstation abzufragen und immer mal wieder zu Wort kommen zu lassen. Zu fragen, ob es was zu schicken gibt. Also, wir erwarten jetzt als nächstes den iFrame mit der Nummer 3 und der schickt ihn auch. Hier steht drin, ich bin der B, ich habe einen iFrame, der hat die Nummer 3 und sonst habe ich nichts mehr zu sagen. Ja, und den Zweier von dir, den bestätige ich auch noch. Sie sehen übrigens, dass das immer wieder bestätigt wird. Nur so zur Sicherheit. Es passiert aber ein CRC-Error. Die Primärstation, ja, die sieht vielleicht sogar, dass da ein Frame angekommen ist, vielleicht aber auch nicht. Ist ganz egal, entweder nach dem Timeout, weil sie ja hier gepollt hat und das F nicht gekriegt hat, oder weil sie einen CRC-Error gesehen hat, schickt sie dem hier, dem blauen hier, der B, einfach nochmal den Receive Ready hier mit dem Poll-Bit gesetzt. Der sieht, als nächstes erwartet er den Frame mit der Nummer 3, aber halt mal, den 3 habe ich ihm doch gerade geschickt, da müsste doch eigentlich eine 4 stehen. Okay, da hat wohl was nicht geklappt. Ich schicke die Nummer 3 nochmal und schicke das Final Bit. Jetzt kommt es richtig an, das ist eine Wiederholung.
Jetzt schickt der die Primärstation, okay B, du kannst mir noch mehr schicken, das sieht man in dem Polbit, und wenn du mir was schickst, dann würde ich den Vierer erwarten, den Information Frame mit der Nummer 4 erwarten, der hat aber nichts, freut sich aber trotzdem, dass das bestätigt ist, der Dreier da, kann den aus seinem Sendepuffer entfernen und ja, die Protokollmaschine ist wieder schön synchronisiert auf beiden Seiten. Jetzt könnte ich hier noch ein paar Pünktchen reinmalen, habe ich nicht gemacht. Die Primärstation beschließt, ach, jetzt reicht es eigentlich mit unserer Verbindung. Ich schicke mal einen Disconnect und bitte um Antwort. Der schickt einen Acknowledge für den Disconnect und sagt, sonst habe ich nichts mehr. Jetzt ist die Verbindung wieder abgebaut. Fragen. Jetzt ist eigentlich ein guter Moment für Fragen. Keine Fragen? Wenn Sie jetzt keine Fragen haben, dann muss ich vielleicht eine Prüfung mal fragen. Das wäre doch eine super Idee, oder? Fällt Ihnen immer noch keine Frage ein? Aber wir machen jetzt nochmal einen Poll. Wer meint denn, dass es ungefähr verstanden hat? Manche zucken nur mit der Hand, manche heben die Hand. Wer meint denn, dass es eigentlich nicht verstanden hat? Wer möchte es nochmal hören? Alle Hände unter den Tisch. Wie bitte? Ja, genau, da kann man sich das Video kann man sich nochmal reinziehen, gell? Wer hat sich eigentlich schon mal eins angeguckt? Ah, okay. 2, 3, 4, na prima. Das finde ich ja schön. Also was ich hiermit insbesondere erreichen wollte, ist mal so ein, oder zeigen wollte, ist wie so ein Protokoll abläuft. Sie sehen auch auf dieser Protokollebene, dieses Anfragen, Bestätigen, da gibt es eine gewisse Redundanz. Und na, das ist auch irgendwie wie ganz gewollt. Und Sie sehen auch, dass die Bestätigungen hier, wenn wir dann in der heißen Phase des Datentransfers sind, dass die Huckepack reiten. Ja? Hier zum Beispiel, der schickt den Frame mit der Nummer 0, der schickt den Frame mit der Nummer 1, der antwortet mit dem Frame mit der Nummer 1 und bestätigt hier Huckepack in diesem Kontrollfeld auch gleich noch mit. Also wenn die Sache mal in Schwung kommt und richtig Daten übertragen werden, ich wollte jetzt natürlich nicht 3, 4 Seiten mit Daten füllen, aber wenn die Sache in Schwung kommt und richtig Daten übertragen werden, ist das Ganze nicht mehr redundant, sondern sehr effizient. Nur dann, wenn wir nichts haben, wenn wir wenig Daten haben, so im Idle-Mode, da produzieren wir Redundanz. Hier unten diese Receiver-Ready-Dinger, hier oben die Receiver-Ready-Dinger. Aber in dem Augenblick, wo wirklich Daten anliegen, da wird es effizient, da brauchen wir nicht extra Frames zu schicken, um zu bestätigen, sondern die Bestätigung, die laufen so mit. So, beim nächsten Mal räumen wir dann hier noch ein bisschen auf beim HDLC. Das nächste Mal ist Mittwoch um 14:00 und bis dahin wünsche ich Ihnen eine angenehme Woche. Auf Wiedersehen.